Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play Together Pokémon Soul Silver. Ich bin Sammy und lasst mich raten, das Team sieht genauso aus wie zuvor. Bloß ein wenig paralysierter, genau. Gut. Ich sehe schon wieder ein Rocket. Warum auch immer. Wie gesagt, ich kenne die Handlung hier auch gar nicht mehr. Also den Ablauf. Okay, der ist noch nicht tot. Also besiegt. Das war die Intern... Was? Entschuldigung. Das von den Intendanten zu retten? Das kannst du mir abschminken, Alter. Denn ich werde dich besiegen. Ja, ich glaube, das ist der tanzende Rocket. Ich glaube jetzt einfach, für mich ist es der tanzende Rocket. Deswegen darf der ruhig so sprechen. Mit seinem Zubat. Applaus. Ein sehr originelles Pokémon. Spuk ihn an. Oh, eine sehr geistreiche Antwort. Ja, der war schlecht. Ach, Nuke, was machst du heute nur? Bis jetzt hast du... Doch, jetzt hast du endlich effektiv was geleistet. Und versagt. Wirklich versagt. Na gut. Seien wir mal ehrlich. So hoch ist der Levelunterschied jetzt auch nicht, dass es... was würde ich sagen? Dass es jetzt eine Schande ist, wenn das nicht one-hittet mit einer nicht sehr effektiven Attacke. Ganz ehrlich. Ja, fick dich. Bitte geh durch. Ich glaub's nicht. Ganz ehrlich, wie oft kann ich zurückschrecken und paralysiert sein innerhalb einer Runde? Das ist ätzend. Komm, Kalinchen, mach das. Kalinchen, das Felinchen. Sein Meerschweinchen Felinchen nennen uns mit Felinchen füttern ist keine gute Idee, Leute. Ganz ehrlich, mach das nicht. Mach das auf gar keinen Fall. Denn das könnte gar zu flunkern. Das ist daran erstickt und eure Freunde über euch lachen. So Freunde wie Cliff und ich. Sucht euch nicht solche Freunde wie Cliff und mich, ganz ehrlich. Und ich sage zu oft, ganz ehrlich, kann das sein? Ganz ehrlich, ist das so? Ihr könntet ein Trinkspiel daraus machen. Aber dann werde ich es noch viel öfter sagen. Hallo, Herr Beißerchen. Und das war eine popkulturelle Anspielung. Für etwas, was ich vielleicht gleich aufnehme. Ja, doch, ich nehme es jetzt. Habe ich gerade Bock drauf. So richtig, so Lust und Laune. Ich bin generell ziemlich gut drauf gerade. Woran das liegt, ist, kann euch egal sein. Ja, das kann euch völlig egal sein. Aber ich bin wirklich gut drauf. Und Karl ist auch gut drauf, denn er ist jetzt Level 28 und ist damit nicht mehr dem Tode geweiht mit seinen 27. Ja, Club 27. Ein Club, in dem man nicht zwingend eintreten will. Und jetzt haben wir irgendwas. Irgendein Psycho. Nee, wir haben keinen Psycho. Aber wir haben Boden. Das könnte uns helfen. Komm hierher, Lassie. Ja, hier, Lassie. Und da ist der Schleimer. Warum der Schleimer? Also erstmal guckt mich an. Ja? Also, sind wir mal ganz ehrlich. Er sieht schon aus wie so ein kleiner Schleimbeutel. Und ich finde auch wenn ich es mag. Ich mag es wirklich. Sind Slimer und Slimer jetzt auch nicht unbedingt die kreativsten Designs. Das war jetzt nur für diese First-Gen-Typen, die nur sagen, ja, danach ist alles unkreativ und scheiße geworden. Es gab auch in der ersten Generation Pokémon, die jetzt nicht so hammer-oberkreativ waren. Das ist meiner Meinung nach. Zum Beispiel Slimer. Wie gesagt, nichts. Nicht Negatives dem gegenüber, aber... Nein! Unglaublich! Ich meine es trotzdem ernst. So kreativ finde ich Slimer jetzt nicht. Was passt einfach. Und Slimer ist cool. Wirklich cool. Wobei Slimer bei mir, glaube ich, diese positive Einstellung durch die Serie kommt, weil war die erste Pokémon-Folge, die ich gesehen habe, wo Ash seinen Slimer fängt. So, bist du auch ein Gegner? Ja, du bist ein Gegner. Ich will dich vernichten. Ups, habe ich das zu laut gesagt? Du bist schon exzellent. Mit dem Radioturm können wir unser Vorhaben in die Tat umsetzen und die Weltherrschaft an uns reißen, Pinky. Ich heiße nicht Pinky, ich heiße halt hier mit Pinky.
Ja, ich overacte gerade ein bisschen. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Emil mit Porygon. Oh, mal was anderes. Das alte Polygon. Was setzen wir denn mal ein? Ich bin für Eiszahn. Wie Cliff es genannt hat, die coole Attacke. Ja. Ja. Der braucht nicht lange, der ist einfach nicht so gut. Was macht das denn? Wasser. Du bist jetzt Wassertyp? Mist, ich habe nichts, was detektiv ist gegen Wasser. Schade. Aber ich glaube, damit durch Volte ist ganz einfach dem entgegen. Und es ist eine Nervkuh. Ein Nervpolygon. Nervkuh war der Name, den Cliffy Boy einem Miltern geben wollte, soweit ich weiß. Warum, kann man sich sicher denken. Aber ich finde es irgendwie doch amüsant. Wow, zieht das wenig. Komm, Flug, Pflanze, irgendwie sowas. Nee, Boden ist auf Eis, nicht Eis auf Boden. Aber Wasser! Wieso kam ich da nicht drauf? Hast du gerade, glaube ich, selbst das eigene Fleisch geschnitten. Wobei, Wasser ist Aquaknarre speziell, das ist ja nicht so toll. Oh, das ist auch nicht so toll. Und warum es das noch nicht längst eingesetzt hat, frage ich mich. Au! Holy shit! Okay, es ist Level 30, aber trotzdem war das gerade ein harter Treffer, ein sehr harter Treffer. Deswegen würde ich mal sagen, hey, Lassie! Streng dich an! Los! Nicht gähnen, zuschlagen! Und hoffen wir mal, dass es den Gegner tot surfen kann. Gott sei Dank ist das hier kein Zweierkampf und ich verletze einen Dracoran Level 40. Nicht, dass ich das schon mal gemacht hätte. Oder dass es Videobeweise davon gibt. Nee, ist ein Gerücht. Was bist du jetzt? Komm, Wasser. Das ist Kopfnuss. Jo, reicht. Ach, Lassie, du bist super. Du bleibst im Team. Ich leg's jetzt fest, du bleibst jetzt im Team. Es sei denn, ich finde irgendwas so spontan, was mich anspricht. Jeder große Plan hat wohl einen Haken. Oder ein Kreuz. Ja, das habt ihr richtig gehört. Wer seid ihr hier? Oh nein, wie konnte ich bloß in so einen Schlamassel geraten? Hilf mir, Mauzi, hilf mir. Miau. Team Rocket, was? Willst du wissen, was denen fehlt? Musik natürlich. Musik beschert den, bereichert die Herzen aller Menschen. Ein echter Musikliebhaber würde in einem solch, wird in unserem Raum Radioturm nie einen solchen Schabernack treiben. Jawolla! Jawoll ja! Jawoll ja hört man auch nicht so oft, oder? Hab ich was zum Heilen dabei? Supertränke habe ich doch. Einwandfrei. Sind die hier noch? Gibt's das hier noch mit dem, dass Supertränke bitter sind? Nein. Das war. War das? Doch, das war Gen 2. Da waren die Supertränke bitter. Und haben daher den kleinen Pokémon nicht so geschmeckt. Und Nuke. Du kriegst auch noch einen verpasst. Und Kalle kriegt den Trank, den ich extra für ihn nochmal aus der Tasche hole, weil er mich so lieb angeguckt hat. Bitteschön. Danke, Chef. Stefan Radikal könnte sprechen und kein Mauzi. Das klingt mir doch viel, viel lustiger, oder? Hoffe ich zumindest. Und ich weiß nicht, wie lange wir hier noch sind und ich glaube, Mew kann noch ganz praktisch werden. Und wenn ich ganz ehrlich bin, Vamos auch, weil Vamos Angriff ist halt Vamos! Praktisch und stark. Es ist halt, den Namen kann man auch so toll aussprechen. So, und Bubi hier. Mich sehen nur Team Rocket und Lance, mein Lover. Wer schert sich schon um Pokémon in diesem Spiel? Also wirklich, als ob es hier um Pokémon ging. Es geht nur um uns. Mit unseren fashion schwarzen Mützen. Wobei, ich finde, die Team Rocket Uniform ist noch somit die beste von den ganzen Bösewichten. Herr Intendant? gut. Los geht's. Hier spricht euer Intendant. Was hat's hier gegeben?
ist unser Sender ab heute mit einem herrlichen neuen Programm zur Huldigung von Team Rocket auf Sendung gehen wird. Ich erwarte von euch allen, dass ihr ohne Murren ein tolles Programm abliefert. Oh nein, ausgerechnet jetzt, wo ich gerade geübt habe, die Stimme des Intendanten zu imitieren. Wer bist du? Ach, du schon wieder, Seth. Lambda, das ist doch ein griechischer Buchstabe. Haben die alle griechische Buchstaben? Ich habe vergessen, wie die andere hieß. Verflixt und zugenäht. Und das, wo ich doch sogar schon Intendant war. Ich wollte der Welt doch eigentlich die frohe Kunde von Team Rocket mitteilen. Die wie lautet? Aber, na gut, diesmal werde ich mit allem kämpfen, was ich habe. Ich bin schließlich Lambda. Mit dem Derpface. Der guckt sehr merkwürdig. Smogon. Level 30. Und dann 6 Pokémon. Nicht so toll. Das ist ein Felsgrab-Problem. Vielleicht ist das ja auch relativ nützlich. Nein, überhaupt nicht nützlich. Kein bisschen. Das war verdammt schwach. Fang jetzt nicht so an. Komm, Smogon. Den Spaß lässt jetzt mal sein. Ich beiß dich auch bloß. Ganz friedlich und sanft. Yes, Sir. So, und theoretisch gesehen müsste jetzt jeder Angriff von mir durchgehen. Rein theoretisch gesehen. Weil, eingefrorenes Pokémon zu verfehlen, ist so vom Prinzip ein bisschen hohl. Es zieht nicht so viel ab, wie man hoffen würde, finde ich, das gute Bananen. Allerdings ist es ja auch ein bisschen schwächer gerade. Und immerhin ist es noch weiterhin eingefroren. Das tut sehr, sehr gut, muss ich sagen. Wie? Hast du dein Gebiss verloren, Banane? Hä? Alter Affenkopf. Wie war das? Als Bananen sind mir zu gesund. Ich bin für Affensnickers. Hat Cliff mir vor kurzem geschrieben. Ich fand ihn gar nicht so schlecht. Allerdings haben Affensnickers mehr Nüsse. Ja, das habe ich wirklich gerade. Ja, das habe ich wirklich gerade gesagt. Wieso nichts auf Angriff? Komm, ich nehme mir Angriff. Haben wir hier eine defensive Banane oder was? Wie ein Bumerang fliegt sie zurück zu uns. Ich würde mal sagen, vamos a la playa. Los da. Denn du hast den Angriff, den wir brauchen. Hoffe ich. Ach, Smog Mog. Verzeiht bitte. Hornattacke los. Bitte zieh was ab. Wirk. Ich sage Wirk, weil wenn ich wirklich würgen würde, ihr es trotzdem verstehen würdet. Ich brauche einen Volltreffer. Und die Rauchwolken kannst du dir schenken, mein Freund. Du dürftest theoretisch gesehen mehr Schaden machen als ich. Denn ich glaube, die Verteidigung ist nicht so Bombe von Tauros, oder? Na, ich sollte nicht solche Theorien aufstellen. Oder du landest einfach Volltreffer, das geht natürlich auch. Oder wir gehen unser Attack daneben und warmes Stürm, das passiert auch gelegentlich mal. Das lässt sich nicht vermeiden. Ja. Ja, also das haben wir im Training einmal durchgeübt, aber so ein Volltreffer, der kippt halt, da kippt man halt schon ganz schön aus den Latschen, mein Guter. Dann würde ich mir sagen, beißen wir einfach mal in die giftige Wolke, weil das sicher gut für die Gesundheit ist. Und ich setze auf, einen Akzent zu reden. Oder was auch immer das gerade war. Ich habe, glaube ich, versucht, irgendwen zu imitieren. Ich wüsste aber selber nicht, wen. Und, na. Gut. Ein Volltreffer, natürlich. Ich habe gehofft, der Zufallswert. Verzeihung. Spielt ein klein bisschen mit. Aber natürlich, nee. Wieso auch? Esteban, ich hoffe, du machst das Ding rein. Eine Attacke, die durchs Leben gehen kann, ist dafür ein guter Indikator bei einem KP. Ja, und wir waren schnell genug. Und Level 30. Ja, doch, der Angriff kann sich schon eher sehen lassen.
Nein, ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Ich bleibe jetzt einfach mal bei Esteban, denn geht's schneller. Und seien wir mal ehrlich, schneller ist gut. Auch in dem Falle. Und ich habe das Gefühl, aufstufen zu müssen. Das ist nicht sehr gut von mir. Kurzzeit. Ich bin eine Mischung aus gut drauf, verschluckt, müde. Oh, so, alles einmal in einem und ja, ein bisschen Nachwirkung von gestern. Everyone weiß, wovon ich rede. Dann weiß es vor allem natürlich nicht mehr, wenn es hochgeladen wird, denn dann ist es schon eine Weile her. Wir haben jetzt gerade eine Woche Vorsprung mit den Parts, die wir aufnehmen. Ja, eine Woche Vorsprung. Smogon, du hast ganz schön viele Smogons. Und das ist etwas nervig, weil die haben alle ziemlich viel Abwehr. Nee, der... Die bleibt ja gesenkt, die Genauigkeit. Also bleibe ich lieber bei der Attacke, die immer trifft. Das dürfte hilfreich sein. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder mein Lieblingszustand. Vergiftung. Ach, nö. Es ist nicht mehr so schlimm. Es ist ja nicht mehr jede Folge. Manchmal sogar zweimal. So nebenbei erwähnt. Nö, ist besser geworden. Doch. Es kotzt mich trotzdem. Nein, das kotzt mich nicht so sehr. Aber es ist auch nicht schön. Pokémon wechseln. Komm, hier, Lassie, mach du das mal. Dann können wir Esteban danach noch heilen. Wenn wir das in dem Part schaffen. Schmuggeln. Das Problem ist, ich weiß nicht, welche davon Schwebe haben, deswegen will ich es gar nicht mit dem Lebensschuss versuchen. Der Surfer reicht ganz offensichtlich aus. Es ist nicht sehr effektiv, deswegen geht der natürlich Spezialeffekt auch sofort durch. Nein, ich weiß, die Effektivität hat nichts damit zu tun. Das Einzige, wo es was mit zu tun hat, müsste bei Stahl sein, weil da wirkt es ja gar nicht. Also kann es auch dadurch durch keine solche Attacke vergiftet werden. Das schaffen wir durchaus. Hoffe ich. Denke ich. Mal. Ja. Wie jetzt? Ich stehe im Rückstand. Ich habe nur minimal kommen. Also ich meine, leveltechnisch gesehen bist du vor mir. Attackenpool. Ja, ich überschätze. Komm. Und... Ist doch wohl ein Scherz. Ja, los, allmächtiger Kopf, los. Flieg und Sieg, Lassie. Yes, Sir, 30. Und... Ja, passt. Finde ich gut, die Platte. Ist ja gut, in Ordnung. Ich sag dir, wo der Intendant ist. Ich habe sogar 1200 Pokédollar dabei, die schiebe ich dir auch noch in den Hintern. Okay, hör mir jetzt mal gut zu. Der echte Intendant sitzt im Untergrund Lagerhaus fest. Weißt du, was es ist? Du findest es im hintersten Winkel der Dukatia Passage in Dukatia City. Und weil ich so ein netter Kerl bin, kriegst du jetzt den Schlüssel zum Untergrundlagerhaus von mir. Ich hoffe, du bist mir dankbar. Vollidiot. So würde kein Bösewicht handeln. Gut. Hilfe mal kurz unseren beiden guten Freunden Lassie und Esteban. Und ja, komm, hier war noch ein super Trank und dann würde ich sagen, beende ich den Part an der Stelle auch schon. Da, ja, ich habe eh kaum noch Zeit und wie ich nach Dukatia City komme, wüsste ich jetzt auch nicht. Ich wusste nicht mal mehr, dass Dukatia City existiert. Also... Dann bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Euer Sender.